Das Thema Asyl bewegt in Deutschland die Gemüter. Viel wird diskutiert, doch nur selten werden konstruktive Vorschläge gemacht. Angela Merkel möchte nun 2,3 Milliarden Euro als Flüchtlingshilfe nach Syrien schicken. Andere fordern die Schließung der Grenzen oder gar Schussbefehle. All diese Diskussionen sind nicht zielführend, denn es kommt darauf an, eine menschliche Alternative zur aktuellen Situation zu finden. Es geht darum, Deutschland und die Kommunen zu entlasten und gleichzeitig keine Unmenschlichkeit walten zu lassen. Dieses Konzept der Brückenzentren soll dies ermöglichen. Brückenzentren wären quasi Außenposten außerhalb der EU, die einerseits als Flüchtlingslager und andererseits als Asylvorprüfungsstelle dienen würden und so eine Brücke spannen würden, daher der Name, zwischen der Welt, aus der die Flüchtlinge kommen und vor der sie Schutz suchen, und Deutschland und Europa, welches potenziell Schutz gewähren kann. Mein Name ist Norbert Kleinwächter, ich möchte Ihnen dieses Konzept in Folge vorstellen. Nach Deutschland ist der Ansturm der Flüchtlinge besonders hoch. Das hat auch seine Gründe. Angela Merkel hat ja mal Flüchtlinge eingeladen mit den Worten, sie seien alle hier willkommen. Die Bundesrepublik bietet auch besondere Möglichkeiten, Sozialleistungen, Arbeit womöglich, Unterkunft, Bildungschancen für die Kinder. Um das zu erhalten, nehmen die Flüchtlinge auch die lange Reise in Kauf und überqueren illegal die Grenze. Diese Grenze müssen sie wiederum illegal überqueren, denn nur wer seinen Fuß auf deutschen Boden gesetzt hat, kann hier überhaupt Asyl beantragen. Das ginge zwar auch noch mit Botschaftsvisa, aber die sind sehr, sehr schwer zu erhalten. Insofern provozieren wir durch eine Anreizpolitik eine Welle und eine massenhafte illegale Einwanderung. Asylsuchende kommen einen langen Weg, bezahlen illegale Schlepperbanden, um letztendlich in Europa und dann später in Deutschland anzukommen und hier Asyl zu beantragen, um Schutz und diese Leistungen zu bekommen. Auch an diesem Problem setzen die Brückenzentren an. Wer über Flüchtlinge, Asylsuchende und Asyl spricht, muss zunächst unterscheiden, nach welchen Regeln Asyl funktioniert. Es gibt nämlich zwei Gesetze, die Asyl regeln. Das verfassungsgemäß garantierte Asylrecht funktioniert nach Paragraf 16a des Grundgesetzes und dient nur politisch Verfolgten. Das heißt, wer politisch verfolgt ist, kann in Deutschland Schutz suchen und hat hier ein verfassungsmäßig verbrieftes Recht hierauf. Das sind aber nur 0,8% aller Flüchtlinge. Die allermeisten erhalten Asyl nach dem Asylgesetz. Dieses richtet sich nach der Genfer Konvention und diese wiederum wurde von 147 Staaten unterschrieben. Deutschland ist also nicht alleine verantwortlich für den Schutz von Flüchtlingen, sondern 147 Länder haben sich dazu verpflichtet. Das Konzept der Brückenzentren setzt genau hier an. Diplomatisch werden die Brückenzentren versuchen, Flüchtlinge in die 147 Staaten der Genfer Konvention zu vermitteln. Sie sind Brückenzentren als Brücke zwischen der Welt, aus der die Flüchtlinge fliehen, und Europa. Und sie dienen als Flüchtlingscamps, letztendlich vor Ort, um tatsächlich Schutz und Sicherheit vor Ort zu gewährleisten. Und zwar punktgenau und nicht nur diffus, wie Angela Merkel dies nun mit ihrer 2,3 Milliarden Euro Zahlung veranlasst hat. Wie können Brückenzentren funktionieren? Dazu sollten wir uns erst die verschiedenen Fluchtrouten der Flüchtlinge ansehen. Brückenzentren würden dabei ansetzen, dass keine illegalen Grenzüberquerungen mehr vonnöten oder überhaupt wünschenswert sind. Sie würden überall an den Routen in der Nähe gebaut werden. Das bedeutet in Ländern außerhalb der Europäischen Union. Richtig ist, dazu müsste man mit den entsprechenden Ländern verhandeln. Allerdings, da diese alle Flüchtlingsprobleme haben und Flüchtlingsaufnahmeprobleme haben, sollte es diplomatisch erzielbar sein, dass Brückenzentren errichtbar wären. Es wäre danach nicht mehr wünschenswert, dass zum Beispiel die Seewege illegal überquert werden. Doch welche Funktion hätten die Brückenzentren genau? Sie wären auf der einen Seite Erstaufnahmestation und hätten damit die gleiche Funktion wie die Lager des UNHCR vor Ort. Das heißt, sie wären Flüchtlingslager. Sie würden aber zudem im Sinne Deutschlands eine Asylvorprüfung und frühzeitige Asylvorentscheidung durchführen, und zwar innerhalb von 48 Stunden,
mit deutscher Perspektive, das heißt auf deutscher Rechtsgrundlage, aber durchaus eben auch mit Blick auf die internationale Perspektive und auf die anderen Länder der Genfer Konvention. In Deutschland kann ja ohnehin eigentlich, würde das Recht so genommen werden, wie es denn geschrieben ist, nur der Asyl erhalten können, der vorher in einem dritten Staat nicht in Sicherheit war. Das bedeutet, im Brückenzentren würden nur noch solche Asylanträge positiv beschieden werden, bei denen davon auszugehen wäre, dass wenn dieser Antrag nicht positiv entschieden wird, dieser Flüchtling absolut nicht in Sicherheit ist, auch nicht in dem Drittstaat, in dem sich dann dieses Brückenzentrum befände. Es würden also nur noch wenige Anträge positiv entschieden werden. Wenn es einen positiven Entscheid gibt, würde das Brückenzentrum Flüchtlingskontingente bündeln und würde versuchen, diese in alle Staaten der Genfer Konvention zu vermitteln. Das bedeutet, es gäbe diplomatische Bemühungen, damit Länder sich bereit erklären, gewisse Kontingente aufzunehmen. Nicht nur innerhalb Europas, sondern durchaus auf der gesamten Welt, aber um hier eine gewisse letztendlich natürliche Verteilung zu schaffen. Dies sollte auch dokumentiert werden. Das bedeutet, wenn Länder reihenweise Flüchtlingskontingente ablehnen, sollte dies auch publik gemacht werden und auch vor der UN diskutiert werden. Schließlich handelt es sich um ein in den Vereinten Nationen ratifiziertes Dokument. Wenn ein Flüchtling außer Gefahr ist, sollte die Asylvorprüfung auch abgelehnt werden. Und dann sollte dem Flüchtling ganz klar vermittelt werden, dass er auch keine Chancen hat, etwa in Europa einen Asylantrag zu bestehen. Sollte die Perspektive positiv sein, sollte das Brückenzentrum jedoch Reisepapiere ausstellen. Ein Flüchtling kann ja gar nicht legal über die Grenze, wenn er kein Visum hat. Deswegen sollten Brückenzentren anerkannten Flüchtlingen oder Flüchtlingen zumindest mit einer positiven Asylvorprüfung entsprechende Papiere ausstellen, um die Illegalität bei der Grenzüberschreitung zu vermeiden. Und die Brückenzentren wären ein Rücknahmezentrum für wenig aussichtsreiche Asylsuchende und ein Ausweisungspunkt. Das heißt, Flüchtlinge, die aktuell beispielsweise in Deutschland nur geduldet sind, weil sie keinen Flüchtlingsstatus bekommen, könnten in diese Brückenzentren letztendlich auch abgeschoben werden und dort weiterhin zumindest in Sicherheit sich befinden, auch wenn sie kein Asylrecht in Deutschland genießen und damit auch kein Aufenthaltsrecht. Das wären die Kernfunktionen der Brückenzentren. Ihr großer Nutzen wird deutlich, wenn wir die aktuelle Situation mit der potenziellen zukünftigen Situation vergleichen. Aktuell ist der Fluchtweg sehr lang und gefährlich. Die Flüchtlinge müssen Schlepperbanden nutzen. Sie müssen dann die Grenze illegal übertreten, was wieder mit Gefahren verbunden ist, und können dann erst in Deutschland beispielsweise Asyl beantragen, was in einer Zurückweisung endet. Das bedeutet, Schlepperbanden sind illegal finanziert worden, Illegalität ist unterstützt worden, und das alles kann gegebenenfalls in der Zurückweisung enden und auch in sehr, sehr hohen Kosten für Deutschland und für die deutschen Kommunen. Mit Brückenzentren sähe die Situation völlig anders aus. Zunächst einmal wäre der Fluchtweg verkürzt. Die Flüchtlinge müssten nicht auf sehr langen Fluchtwegen leiden. Sie könnten sich in diesen Zentren zumindest um kurzzeitige Aufnahme bemühen. Dort würde eine Asylvorprüfung stattfinden, mit einer Perspektivenentwicklung oder einer Ablehnung. Und wenn es eine Perspektive gibt, eine sichere Weiterreise ermöglicht oder zumindest organisiert werden. Und dann könnte ein legaler Grenzübertritt erfolgen, mit einer direkten Verteilung auch an andere Länder. Das bedeutet, ein Brückenzentrum könnte übertragen, fast wie ein Reisebüro, ein Land finden, das ein Flüchtlingskontingent aufnimmt und für dieses dann zumindest auch ein Übergangsreisepapier, das dann an der Grenze anerkannt werden könnte, ausstellen. Damit wäre der Illegalität Vorschub geleistet und den unmenschlichen Bedingungen auf den aktuellen Fluchtwegen wäre ein Riegel vorgeschoben. Denn es würde sich nicht mehr lohnen, so weit zu flüchten, wenn ein Brückenzentrum vor Ort ist, wo man dieses Reisepapier gegebenenfalls bekommen kann. Es gäbe also die positive Einschätzung oder die negative Einschätzung oder die Rückführung. Bei der positiven Einschätzung gäbe es, wie erwähnt, die Kontingenteinstufung und die Reisevorbereitung. Bei der negativen Einschätzung wäre der Flüchtling bereits registriert. Das bedeutet, die europäischen Länder wüssten, dass dieser Bewerber bereits abgelehnt worden ist und ihm könnte deswegen auch ganz klar von einer Weiterreise abgeraten werden. Mit den Worten, du hast bereits eine negative Einschätzung, ohne Papiere bekommst du nichts in Europa, du wirst nur zurückgeschickt. Außerdem würden die Brückenzentren eben als Zwischenstation für nicht abschiebbare Flüchtlinge gelten und könnten für die Rücktransporte zum Beispiel auch in andere Heimatländer verwendet werden. Damit haben sie wahre Brückenfunktion zwischen Europa und den Fluchtländern.
Für die Asylbearbeitung in Deutschland würden fortan auch neue Regeln gelten. Denn da es Reisedokumente in den Brückenzentren gibt, sollten Asylbearbeitungen nur noch mit diesen Einreisedokumenten stattfinden. Das bedeutet, ein Einchecken in Brückenzentren und dann eine Weitervermittlung von diesen oder eben ein Visum über eine Botschaft wären Pflicht für die Asylbearbeitung. Eine legale Einreise, also kein Grenzbruch, sondern eine legale Einreise wäre Pflicht für die Chance, überhaupt Asyl in Deutschland zu erhalten. Ausnahme bei einer Asylbeantragung nach Artikel 16a des Grundgesetzes. Das ist für politisch Verfolgte, was ich am Anfang dieses Vortrags darstellte. Wer keine Einreisedokumente hat, da sollte Deutschland auf die Dublin-Regelung bestehen. Das ist geltendes europäisches Recht und besagt, dass ein Asylsuchender in dem Land, das er zuerst betritt in der Europäischen Union, auch Asyl beantragen muss. Das bedeutet, wenn jemand keine Einreisedokumente vorzuzeigen hat, wenn jemand nicht im Brückenzentrum war, dann sollte Deutschland einfach geltendes europäisches Recht wieder umsetzen. Merkel hat die Dublin-Regelung ausgesetzt, widerrechtlich. Deutschland sollte diese wieder einsetzen und sollte die Menschen, die sich nicht ausweisen können, die keine Papiere haben, die die Grenze illegal durchbrochen haben, in Drittstaaten, in sichere Drittstaaten, sofort abschieben, ohne ihre Asylanträge zu bearbeiten. Oder die freiwillige Ausreise zu einem Brückenzentrum anbieten, also wiederum außerhalb der EU anbieten, um dort eine Asylvorprüfung vornehmen zu lassen. Vielleicht ist ja dann tatsächlich die Einlassung des Brückenzentrums, dass der Flüchtling nicht in Sicherheit ist, auch nicht in dem dritten Land, wo das Brückenzentrum steht und deswegen eine Einreise nach Deutschland benötigt. Die Folgen wären durchweg positiv. Druck würde von der Grenze genommen. Es würde sich ja nicht mehr lohnen, illegal die Grenze zu überschreiten, weil ein illegaler Grenzbruch nur noch zur Abweisung führen würde und nicht einmal mehr zur Beschäftigung mit dem Asylantrag. Was gestattet wäre, was verfassungsmäßig wäre, weil die Verfassung nur politisch Verfolgte schützt. Flüchtlinge ohne Papiere würden nicht mehr akzeptiert und könnten sich auch nicht mehr länger in Deutschland aufhalten. Wohlgemerkt, Flüchtlinge ohne Papiere sind auch eine Gefahr, weil wir nicht wissen, wer vom IS kommt. Es gab erst kürzlich den Fall, dass jemand als Flüchtling getarnt, als Terrorist eingereist ist und tatsächlich Anschläge geplant hatte. Solche Menschen würden wir nicht mehr akzeptieren, wir würden sie sofort abschieben und damit auch letztendlich eine gewisse Sicherheit im Land gewährleisten und vor allem auch eine Registrierungspflicht einführen. Und ganz wichtig, die Kommunen und das BAMF würden entlastet. Die Kommunen leiden gerade sehr unter der aktuellen Flüchtlingswelle, denn sie wissen gar nicht mehr, wie sie überhaupt die ganzen Notunterkunftsplätze aufbauen sollen. Sie wissen ja nicht einmal, wie viele kommen. Indem die Brückenzentren Kontingente zusammenstellen und dann nur von Zeit zu Zeit etwas nach Deutschland schicken, wären die Kommunen deutlich besser vorbereitet, um ordentliche Unterkünfte rechtzeitig zur Verfügung stellen zu können und nicht planlos die ganze Zeit Notunterkünfte bauen, zu müssen, was wiederum sehr, sehr hohe Kosten verursacht. Das bedeutet, die Folgen dieser Brückenzentren und auch der neuen Regeln wären durchweg positiv. Brückenzentren wären also eine Win-Win-Situation, sowohl für die Flüchtlinge wie auch für Deutschland und Europa. Die Flüchtlinge hätten nunmehr durchweg legale Möglichkeiten, nach Deutschland und Europa zu gelangen. Sie hätten kurze Fluchtwege und eine sichere Weiterreise und baldige Informationen über die Asylmöglichkeiten. Wohlgemerkt, dies betrifft nicht alle Flüchtlinge, dies betrifft auch insbesondere nicht die unberechtigten Flüchtlinge, sondern nur diejenigen, die tatsächlich Schutz benötigen. Und diese würden durch die Brückenzentren besser gestellt. In Deutschland und Europa würde endlich wieder ein rechtsstaatliches Verfahren gelten. Wir würden nicht, wie Udo Di Fabio in seinem Gutachten beklagt, weiterhin gegen die Verfassung verstoßen. Wir würden nicht weiterhin die Dublin-Regelungen aussetzen. Wir würden nicht verfassungswidrig in die Kommunalhaushalte eingreifen. Die Grenze würde entlastet werden und unsichere Fälle würden wir fortan außerhalb der Landesgrenzen bearbeiten, was Deutschland und Europa insgesamt entlastet. Brückenzentren stellen sich also als menschliche und zugleich politisch vernünftige Alternative dar. Denn Menschen in Not würde geholfen werden, niemand würde unmenschlich behandelt werden, gleichzeitig würden Deutschland und die Kommunen entlastet und die Rechtsstaatlichkeit gestärkt. Dies war das Konzept zu den Brückenzentren als menschliche Alternative. Mein Name ist Norbert Kleinwichter. Danke.